Heute gibt es eine kleine Wanderung mit neuem Equipment. Ich bin gespannt, wie es wird. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen auf Bäcker.de. Genau, los geht's. Wanderung mit neuem Equipment. Und ich stelle es euch jetzt vor. Neues Equipment. Habe ich euch versprochen. Genau, das ist es. Ein faltbarer Wanderstock. Ne? Also ich kann den jetzt ganz einfach mit ein paar Handgriffen klein machen. Und mit wenigen Handgriffen auch wieder groß machen. So. Genau, was ich sehr schön finde, ist, ich habe hier einen Schnellverschluss, wo ich dann einstellen kann, wie groß ich es brauche. Geht bis zu 1,25. Genau, ich habe mal aber auf 1,10 Meter stehen. Will erstmal gucken, wie das ist. Bin ja auch nicht sehr groß, ne? Wisst ihr selber. Ich bin gerade mal einen Kopf größer wie eine Mülltonne. Genau, ich möchte den heute einfach mal testen, wollte euch dabei haben. Da bietet sich, oder die Stöcke bieten sich natürlich auch an für die Planung, für die Fernwanderung. Und ja, ich würde sagen, ich bin gespannt, wie es sich damit laufen lässt. Ob es besser ist oder nicht besser ist. Ich probiere es aus und ihr seid dabei. Also, bleibt dran. Ich habe jetzt also den ersten Kilometer mit diesen Wanderstöcken absolviert. Komm mir etwas komisch vor, muss ich echt zugeben, weil ich bin noch nie mit Wanderstöcken gelaufen. Ist etwas komisch, aber ich denke, das ist eine Sache der Gewöhnung. Von der Geschwindigkeit her hat sich jetzt nicht viel getan. Gut, ich bin auch nur ein Kilometer gelaufen jetzt damit. Ich denke, wenn ich das geübt habe, werde ich viel Spaß mit den Stöcken haben. Gerade eben auf dem E1 dann im nächsten Jahr, denke ich, wird das zum Vorteil. Genau, weil diese Stöcke wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich selbst, muss ich zugeben, wäre nie auf die Idee gekommen, mir Wanderstöcke zu kaufen, ne? Allein schon, weil ich, wie gesagt, noch nie welche hatte und auch immer der Meinung war, ich brauche keine. Ne? Deswegen bin ich jetzt umso überraschter, das doch mal zu probieren. Wie gesagt, ist ein bisschen ein komisches Gefühl, jetzt plötzlich mit Stöcker zu laufen. Werden wir auch da noch mal ein paar Ratschläge holen, oder wenn ihr Ratschläge habt, wie ihr mit Wanderstöcken lauft, dann wäre es gut, wenn ich diese Infos mal ein bisschen in den Kommentaren hätte, dass ich weiß, wie ich mit denen richtig umgehe, weil das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Mir fehlt halt der Umgang. Habe mir einige Videos angeguckt, aber so richtig schlau daraus bin ich nicht geworden. Eventuell habt ihr ja einen Tipp für mich, wie ihr es mit den Wanderstöcken handhabt, wie mit den Wanderstöcken gelaufen wird, weil ich weiß es nicht. Ich möchte nicht immer alles falsch machen, ne? Deswegen frage ich euch, weil ich es echt nicht weiß. Dazu habe ich natürlich auch an euch eine Frage. Laufe ich mit dem linken Stock und linken Fuß oder linker Stock und rechter Fuß? Oder rechter Stock, rechter Fuß, rechter Stock, linker Fuß? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich denke schon, dass ihr mir folgen könnt und dass ich euch nicht ganz so verwirrt habe. Genau, ist, wie ich schon sage, etwas merkwürdig mit diesen Stöckern zu laufen. Ich wäre auch teilweise ein bisschen blöd angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass es wohl eher mehr oder weniger daran liegt, weil ich keine Erfahrung damit habe, mich vielleicht auch ein bisschen blöd anstelle. Ne? Aber bis jetzt muss ich sagen, sie sind auch nicht schwer, sie sind richtig schön leicht und ja,
Also begeistert bin ich schon, würde gern mit denen laufen. Ne? Es ist halt auch ein bisschen eine Entlastung, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen richtigen Plan, wie ich mit denen richtig umgehen muss. Also seid ihr gefragt, schreibt das mal in die Kommentare, wie ich denn richtig mit diesen Wanderstücken umgehen soll. Ich würde sagen, wir laufen noch ein Stück und sehen uns gleich wieder. Geht euch auf euren Abenteuern auch öfters mal die Energie aus, dann gönnt euch den Backout Energy. Alle Informationen findet ihr unter diesem Link oder in der Videobeschreibung. So, ihr Lieben, genau, das war's mit der Wandertour schon. Oder mit dem Test war nicht lang, aber ich wollte einfach mal die Stöcker testen. Jetzt hat sich mir beim Laufen noch die Frage gestellt, schiebe ich mich mit den Stöcken ab oder stütze ich mich ab? Oder beides. Auch das wäre für mich echt wichtig, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Dann möchte ich mich natürlich oder gehen Grüße raus an Daniel von der Firma Rotwild, die mir die Stöcker zur Verfügung gestellt haben. Ich bin begeistert noch immer, ich muss nur üben, also Grüße gehen raus an euch. Danke dafür. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, weil ich echt gerne wissen möchte, wie laufe ich mit diesen Stöcken? Wie sind die eine Unterstützung? Natürlich lasst mir einen Daumen nach oben da als kleinen Applaus für mich. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Abonnieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. In diesem Sinne, träumt nicht euer Abenteuer, lebt es.